Frau Weber, Sie haben 2003 einen Dokumentarfilm über die Gewalt gegen Betriebsräte bei Mercedes-Benz Argentinien während der Militärdiktatur gedreht. Nun will die ARD eine Dokumentation, eine neue Dokumentation zu eben diesem Thema zeigen. Freut Sie das denn als Expertin zu diesem Bereich der deutschen Industriegeschichte? Naja, wissen Sie, erstmal freut es mich immer, wenn über dieses Thema berichtet wird. Das Hauptproblem bei dieser ganzen Geschichte war ja, wir haben es hier mit einem Großunternehmen zu tun, der ist Anzeigenkunde von den Zeitungen und der will das Thema natürlich nicht in der Öffentlichkeit sehen, wie sie verwickelt sind, wie sie mitschuldig sind, in meinen Augen, an dem Tod von 14 ihrer Betriebsräte. Also insofern denke ich mir, schlechte Sendungen sind auch erstmal sinnvoll, um dieses Boykott zu durchbrechen. Aber ich möchte noch eins sicherstellen, noch eins klarstellen. Ich habe den Film erstmals 2003 vorgelegt, auch dem WDR angeboten und den anderen ARD-Anstalten. Ich arbeite ja für die ARD. Aber ich habe ihn seitdem etliche Male aktualisiert, zum letzten Mal in diesem Jahr. Wir haben es jetzt nicht mehr nur mit den 14 verschwundenen Betriebsräten zu tun. Wir haben es auch damit zu tun, wie inwieweit Daimler in das ganze Thema des Babyraubs mit verwickelt ist. Sie wissen, dass während der Diktatur in Argentinien etwa 500 Babys von den gefangenen Regimegegnerinnen weggenommen worden sind. Und da war Daimler nach den eigenen Aussagen ihrer Manager mitbeteiligt. Und es gibt in den Familien von Managern von Daimler gibt es mehrere Kinder, die dort, die eben ja, als biologische Kinder eingetragen sind, aber es nicht sind. Also das ist nochmal ein neues Thema. Ich habe jetzt auch nochmal aktualisiert, es geht jetzt um den Prozess in den USA. Ich habe auch die Anwälte in den USA dazu befragt und die kommen dann auch vor in dem Bild. Also es geht nicht darum, dass eins eine 10 Jahre alte Produktion ist, sondern es geht darum, dass ein fertiger Film vorliegt. Der WDR hat nie gesagt, worum er meinen Film eigentlich nicht will. Und dass sie stattdessen ein anderes Team beauftragt haben, die Sachen, die ich erarbeitet habe, nachdrehen Frau zu Weber, lassen. Sie haben ja aber doch für den WDR-Hörfunk über das Thema auch berichtet. Sie haben auch in anderen Formaten im TV, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen berichtet. Warum soll Ihre Dokumentation denn hier in der ARD nicht kommen? Was haben Sie denn da von den Kolleginnen und Kollegen bisher gehört? Also ich habe, wie gesagt, ich habe es ja angeboten der ARD. Alle haben gesagt, es ist beeindruckend, auch das Material. Niemand hat zum Beispiel technische Sachen da ins Feld geführt, worum es nicht geht. Ich habe das auch mit technischem Equipment gedreht und auch eine Menge Geld dafür ausgegeben. Das war alles nicht der Punkt. Es geht darum, dass natürlich hier die Frage steht, wie ein deutsches Traditionsunternehmen, die Firma Daimler, die heutige Daimler AG, in ganz schwerwiegenden Menschenrechtsverwicklungen beteiligt ist. Und ich meine, hinter Daimler steht die Deutsche Bank und da steht auch die Bundesregierung dahinter. Und statt das Thema anzugehen, statt das Thema darzustellen in der Öffentlichkeit, versucht man eben, das auszusitzen und möglichst nicht in die Öffentlichkeit zu bringen. Und natürlich haben die Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, ich habe damals einen Arte-Journalisten, einen Arte-Redakteur gefunden, der wollte das bringen, hat dann aber nachgefragt in Straßburg und dann hieß es, ach nee, wir hatten schon mal was zu Argentinien. Also ich glaube, man hat sich da einfach nicht rangetraut. Frau Weber, aber diese Themen und diese schwarzen Flecken in der Geschichte von Mercedes-Benz Argentinien, die sollen ja auch in den neuen Streifen thematisiert werden. So zumindest heißt es explizit in der Programmbeschreibung. Sehen Sie denn hier auch inhaltliche Differenzen und welche wären das? Also ich kenne ja nicht diesen neuen Streifen. Ich kenne das Exposé, das ist mir zugespielt worden aus dem WDR. Und allein schon in diesem Exposé stehen Dinge drin, die sind völliger Unsinn. Also da behauptet man, es habe kommunistische Guerillagruppen gewesen, die bei Mercedes-Benz den bewaffneten Kampf vorangetrieben hätten. Also die kommunistische Partei in Argentinien, die hat nie den bewaffneten Kampf geführt und die hat, als dann auch der Diktator Videla an die Macht kam, mit dem kollaboriert. Also die hat den auch niemals als Diktator bezeichnet. Es gibt eine ganze Reihe von Fehlern, die in diesem Exposé drin sind. Das Exposé stellt das ganze Thema als eigene Leistung von diesem fremden Filmteam da. Also wie gesagt, ich kann mich ja nur auf das berufen, was ich jetzt sehe. Die wollten von mir natürlich Material haben. Ich habe sie anfangs sehr freundlich darum gebeten, mir doch zu helfen, der Kollegin zu helfen, dass die ARD, die jetzt ja wohl eingesehen hat, dass das Thema wichtig ist,
mir zu helfen, dass mein Film jetzt auch gezeigt wird. Ich meine, wir alle wissen, ich bin Journalistin, ich lebe vom Journalismus, ich habe Geld dafür ausgegeben. Irgendwie wäre es nett, wenn die Kollegen, wenn sie solchen Journalismus fördern wollen, das dann auch bezahlen würden. Diese Produktionsfirma TV Schönfilm weist ihren Vorwurf eines Plagiats entschieden zurück. Man habe, heißt es von dieser Seite, auf öffentliche Quellen zurückgegriffen und alle notwendige journalistische Sorgfaltspflicht gepflegt. Was entgegnen Sie? Naja, wie gesagt, ich kenne den Film ja, ich kenne das Endprodukt ja noch nicht. Ich weiß nur, Sie haben mir damals geschrieben, dass Sie mein Material auch gesehen haben. Sie waren auf meiner Homepage, wo ich ja auch regelmäßig über die Entwicklung der Prozesse berichte. Ich stehe ja in Kontakt mit den Anwälten und auch mit den Familienangehörigen und den Überlebenden. Die kennen mein Material. Ich weiß vom WDR, die kennen sogar meine Bücher, die ich drüber geschrieben habe. Also man wusste schon, dass ich da die Frau bin, die sich da auskennt und die den Fall ja auch so ins Rollen gebracht hat und erst auch überhaupt entdeckt hat. Also ich werfe Kollegen vor, dass da Leute ein Produkt mit einem Produkt auch selbst Geld verdienen wollen und ich finde das nicht kollegial, ich finde das nicht fair. Ich finde es traurig, dass sowas heute passiert. Frau Weber, dieser neue Streifen ist jetzt mehrfach verschoben worden. Er sollte eigentlich Ende September gezeigt werden. Dann hieß es Anfang November. Nun ist das Datum Anfang Dezember, ein Datum Anfang Dezember im Gespräch. Wie werden Sie denn jetzt weiter vorgehen? Sie haben eben gesagt, es gibt eine journalistische Auseinandersetzung, es gibt eine juristische Seite dieses Falls. Wie werden Sie sich jetzt verhalten? Also ich bin nicht Juristin, ich argumentiere als Journalistin und ich will auch unter Kollegen diese Auseinandersetzung führen, dass man, wie man mit dem Material von anderen Leuten umgeht. Es geht hier nicht um eine juristische Auseinandersetzung. Aber wie gesagt, ich gucke mir den Film natürlich an und werde dann meine Meinung dazu sagen. Doch, ist ziemlich klar. Letzte Frage. Sie haben im Internet bei der Plattform LaborNet, aber auch auf der Videoplattform YouTube Ihren Film veröffentlicht. Sie haben diesen Fall, diesen Streitfall jetzt dargestellt und haben ja auch Zuspruch erhalten. Welche Möglichkeiten sehen Sie, einen, sagen wir, unabhängigen, auch von öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern unabhängigen Journalismus hier zu betreiben? Naja, ich habe ja jetzt auch dem ersten Fernsehprogramm jetzt auch nochmal eine E-Mail geschickt und gesagt, naja, dann lasst uns doch einfach beide Filme zeigen. Also ich meine, zeigt meinen Film, zeigt den anderen und dann können die Leute selbst entscheiden, was das Original und was die Kopie ist. Man soll die Leute doch einfach auch entscheiden lassen. Ich sehe insgesamt für investigativen Journalismus die Möglichkeiten in Deutschland für sehr, sehr gering. Eigentlich ist das weder bei den Privaten, also eigentlich bei den Privaten sowieso nicht, aber auch bei den Öffentlich-Rechtlichen eigentlich nicht vorgesehen. Und es wird auch nicht gefördert oder es wird auch nicht bezahlt. Und Sendeplätze, wo man früher das noch machen konnte, sind ganz gestrichen worden. Ich bin da eher pessimistisch. Dennoch herzliche Grüße nach Buenos Aires und vielen Dank für das Interview. Danke. Tschüss.